Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pal World. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Wir werden schon mal ein bisschen was für unseren geplanten Umzug vorbereiten. Dafür müssen wir unsere Palbox hier noch einmal aufwerten auf Stufe 10, weil ab da können wir dann eine zweite Palbox bauen. Das heißt, wir können also mehr als ein Lager haben in dem Spiel. Und wenn ich das in den Kommentaren richtig verstanden habe, sind diese Lager dann auch verbunden. Das heißt, wir sollten von der Palbox, die wir dann im Roten Wald aufstellen, auch Zugriff auf alle Pals hier in dem Lager haben. Und hoffentlich auch auf alle Kisten und die Rohstoffe, weil das wäre mal so eine coole Funktion. Dann könnten wir die Palbox aufstellen und direkt anfangen loszubauen, weil wir eben Zugriff auf diese Kisten hier hätten. Ich hoffe, dass das so ist, weil das wäre wirklich super. Das wäre auch allgemein für das Ressourcenabbauen richtig, richtig gut, weil dann könnten wir auch kleine Außenposten einrichten, zum Beispiel für die Eisengewinnung. Weil das Lager hier werden wir auf jeden Fall abbauen und alles in den Roten Wald rüber als Hauptlager. Dann hätten wir ja noch eine Palbox frei, weil bis jetzt können wir ja zwei Stück bauen. Vielleicht werden wir im Laufe des Spiels sogar noch mehr bauen können. Aber jetzt können wir erstmal zwei bauen. Das heißt, wir hätten dann eine Box über. Und dann könnten wir ja irgendwo einen Spot suchen, wo wir drei, vier Eisenvorkommen recht nah zusammen haben. Stellen die Palbox auf. Dann, was weiß ich, zwei, drei Palbetten dazu. Zwei, drei Kisten, so ein Futtertrog und eine heiße Quelle. Und dann könnten da drei Bergbaupelz die ganze Zeit fleißig Eisen abbauen und wir hätten Zugriff von unserem Hauptlager auf die Ressourcen. Das wäre so gut, Leute. Wir werden es rausfinden. Wir werden auf jeden Fall in dieser Folge in den Roten Wald rüberfliegen und da unsere Palbox aufbauen. Das heißt, wir müssen die hier einmal aufwerten. Dafür brauchen wir die Palsphärenwerkbank und die Kühlbox. Haben wir beides letzte Folge gelernt. Palsphärenwerkbank haben wir hier. Haben wir auch alles, was wir brauchen, um sie zu bauen. Die stellen wir nochmal hier draußen. Und die Kühlbox, würde ich sagen, packen wir erstmal ins Haus. Ich schätze mal, die Kühlbox funktioniert ähnlich wie jetzt einfach so ein Kühlschrank in Ark. Aber wir haben ja noch nicht so viel zum Einlagern. Bis jetzt leben wir eigentlich nur von Bärchen. Und da haben wir einen riesen Vorrat. So, also, Palsphärenwerkbank. Und wir können ja gucken. Ein bisschen Eisen habe ich gefarmt in der Zeit, wo ich aufs Ei gewartet habe. Da gucken wir natürlich auch gleich rein. Vielleicht können wir uns auch schon gleich ein paar Megasphären noch herstellen zusätzlich. Ein paar haben wir ja. Vielleicht können wir noch ein paar mehr herstellen. Wie viel können wir herstellen? Oh, guck mal, wir haben ja noch 68 Metallbarren. Das ist ja richtig gut. Guck mal, was wir an Holz haben. Wir können auch gleich mal die Holzproduktion ein bisschen runterfahren und dann stellen wir hier ruhig mal. Oh, guck mal, wir können uns. Los geht's. 20 Megasphären. Kommt einer helfen? Ja, unser Daydream. Ah, guck mal, auch wie er angeflogen kommt mit zugekniffenen Augen. Er sieht gerade richtig fröhlich aus. Ich glaube, der war gerade in der heißen Quelle. Oh, guck mal, unser Dinosaur ist in der Quelle und wie es mit dem Kopf wackelt. Mach mal kurz alleine weiter. Ich muss mir das angucken. Guckt es euch an. Es ist ja so gut. Es ist ja so gut. Das ist sowieso ein super, super Perl, den wir hier gefangen haben. Der ist auch super fürs Arbeiten hier. Der hat zweifach Holz hier und zweifach Aussaat. Deswegen, wir können die Holzproduktion runterfahren. Wir werden gleich mal wir werden erstmal eine Viehfarm hier hinstellen. Auch wenn die Basis später abgerissen wird. Egal, jetzt machen wir erstmal eine Viehfarm hier hin. Damit wir auch ein bisschen Wolle reinbekommen. Oh, wie gut, Leute. Ich finde das so gut. Die ist auch mit dem Kopf die ganze Zeit. Es ist richtig entspannt. Ich glaube, es hört gerade seinen Lieblingssong irgendwie und sitzt schön in der heißen Quelle. Ah, herrlich. Dinossum. So ein cooler Perl. So, wir kommen wieder helfen, weil du bist auch ein super Perl. Warte, jetzt kommen wir wieder nicht ran an die Werkbank. Müssen wir von hier gucken. Ja, erstmal hernehmen, was wir schon haben. Und dann weiter. Oh, wie gut. Wir können schon richtig ordentlich mit den Megasphären arbeiten. Wir werden natürlich auch gucken, dass wir auf dem Weg alles Mögliche an neuen Pals gleich mitnehmen, wenn wir schon mal unterwegs sind. Mit dem Vogel werden wir ein Stück fliegen. Einfach noch ein bisschen die Karte erkunden. Am besten auch noch ein paar neue Schnellreisepunkte entdecken. Das wäre super. Und eben auf jeden Fall gucken, ob wir im Roten Wald schon gleich anfangen könnten, was aufzubauen. Oh, ich hoffe, dass das so ist, Leute. Ich hoffe, dass nicht nur die Pals verbunden sind, also die Palboxen mit dem Lager für die Pals, sondern dass wirklich alles verbunden ist, alle Lager. Weil dann machen wir auf jeden Fall, dann suchen wir uns auch einen Spot für Eisen. Wir haben ja hier in der Nähe schon gesehen, es gibt hier Stellen, wo zwei, drei oder auch sogar vier Eisenvorkommen zusammenliegen. Wenn das geht, dann machen wir einen Außenposten erstmal für Eisen. Weil da brauchen wir jetzt richtig viel von. Sieht man ja schon, die Megasphären kosten Eisen. Und ich möchte alles, was jetzt noch kommt, alles, was jetzt noch kommt, kostet auch einiges an Eisen. So, Megasphären haben wir, jetzt brauchen wir noch den Kühlschrank, ne? Hier, Kühlbox. Oh, guck mal, die kostet auch gleich mal 20 Barren. Ordentlich. Ich würde sagen, die packen wir erstmal ins Haus rein, weil noch haben wir eh nicht groß was zu kühlen hier, ne? Also, rein hier. Haben wir denn eigentlich noch einen Perl, der uns auch direkt helfen kann? Hier haben wir irgendeinen Handwerker? Nee, ich glaube, das sind alles keine Handwerker, die wir hier haben. Na gut. Kommt auch einer helfen? Oder sind sie alle beschädigt? Alle beschädigt? Na, also kommen welche, oder? Nee, doch nicht. Die Nossum ist raus. Jetzt sitzt der andere drin. Kativa sitzt drin. Auch Kativa wackelt auch mit dem Kopf. Oh, Kativa ist fertig. Kativa, hast du Zeit?
Hast du nicht. Okay, macht nichts. Sind eh nur noch ein paar Sekunden. Mach, was du machst. Ist kein Thema. Chefin kriegt das hin. Super. Kühlbox, wir können aufwerten. Ah, warte mal, jetzt bauen wir gleich noch eine Dings hier hin. Eine Viehfarm. Da machen wir erstmal ein bisschen Wollproduktion. Aber wir könnten auch andere Tierchen reinpacken. Ihr habt schon gesagt, dieser Fuchs, dieser Fixie, den wir gefangen haben. Der kleine Fuchs, der buddelt auch richtig gute Sachen aus auf der Farm. Steht dabei jedenfalls auch, dass er alles Mögliche ausbuddelt. Also Gold, Sphären, alles halt, was so nützlich sein kann. Pfeile auch. Aber wir packen trotzdem erstmal Schafe rein. So, kommt einer helfen bei der Viehfarm? Die dauert irgendwie ein bisschen länger. Oh ja, da kommen sie. Sehr schön. Richtig, richtig. Selbst unser Maulwurfshase läuft auch so gerne mit den Armen nach hinten. So. Wo ist... Ach da, Pingu hilft auch noch mit. Wo ist die Nossum? Ach, die Nossum ist am Holzfällen. Dauert sie ganz schön lange, selbst mit so vielen kleinen Helferchen. Aber wir haben sie fertig. Sehr cool. So, Viehfarm steht. Jetzt tauschen wir mal ein bisschen um hier. Achso, wir müssen ja erstmal aufhören. Ich wollte sagen, wir haben doch gar keinen Platz mehr. Doch, wir haben Platz. Jetzt haben wir Stufe 10. Baue Kochtopf, baue Weizenfeld, baue Mühle. Nee, das bauen wir nicht mehr hier. Das bauen wir dann im Roten Wald. So, jetzt haben wir Platz. Jetzt können wir einmal Holzproduktion runterfahren. Das heißt, du kommst mal raus. Jetzt die Frage, was packen wir rein? Die hier eher? Ich glaube, die geben mehr Wolle, ne? Ja, du und du. Gehen die jetzt automatisch auf die Farm? Ja, oh, wie cool. Oh, wie gut, Leute. Lauf da rein, nicht dran vorbei. Komm her, ich helfe dir mal. Hopp. Ah, jetzt ist er da. Wie cool. Okay, Leute, die lassen jetzt hier wohl immer dann in gewissen Abständen einfach ein bisschen Wolle fallen. Und unsere Tierchen sollten das ja einsammeln. Alles klar. Weil Holz haben wir wirklich über 2000 Holz. Das reicht erstmal. Wir müssen was essen. Isst man Happen. So. 26 gute Sphären. So, was wir uns auch noch bauen können, ist die Armbrust. Ne? Die haben wir auch. Mal gucken, wie gut die ist. Kostet auch schon wieder 10 Metallbarren. Bauen wir. Zack. So. Kativa kommt helfen. Oder? Kativa, wo bist du? Nee, sie bringt gerade Bärchen nach Hause. Sie holt gerade die Ernte. Alle, und guck mal, wie stolz der Links hier die trägt. Der Faddler, der Maulwurfshase. Schön über dem Kopf. Stolz an den Bärchen. Ach super, du kommst immer helfen, ne? Das ist einfach gut. So, okay, Armbrust. Und dann stellen wir auch mal diesen Futterbeutel her. Haben wir letzte Folge ja auch noch gelernt. Und dann gucken wir auch noch mal einen Technologiebaum rein. So für den Überblick. Weil letzte Folge wurde wieder viel gelernt. Da haben wir mehrere Stufen auf einmal ja gleich. Mehrere Level-Ups auf einmal gehabt. Das war wieder ein bisschen viel. Da ist der Überblick ein bisschen verloren gegangen. Wir gucken gleich noch mal ein bisschen rein. Wir haben ja auch diese Enterhakenpistole gelernt. Aber die kann ich zum Beispiel noch nirgendwo bauen. Das ist mir schon aufgefallen. Aber gelernt hatten wir sie, ja. Aber irgendwie ließ ich die nicht bauen. So, gehen wir nochmal von oben durch. Hier oben hat man ja alles gelernt. Dann haben wir noch ein paar Sättel gelernt. Hier gibt es noch Möglichkeiten, irgendwie, ich glaube, diese Flugtierchen auch als Gleiter zu, ja, als Gleiter zu benutzen. Hört sich auch sehr cool an. So, dann haben wir diese Rüstungen. Wir haben aber schon bessere gefunden. Wir haben schon zwei Baupläne. Da können wir also bessere Rüstungen mit den Bauplänen bauen. Das heißt, hier geben wir erstmal keine Punkte für aus. Und guck mal, das ist ja auch wie ein Ark. Eine kleine Bärenfalle. Nur für kleine Perls und für Menschen. Lassen wir erstmal sein. Die Fellrüstung. Weiß ich nicht. Dann gucken wir eher, was unsere Rüstung, die Baupläne, die wir haben, was die können. Weil die haben auch schon, die sind halt besser. Wir haben eine grüne, glaube ich, und eine goldene sogar. So, Metallspeer. Nee, wir bleiben beim Fernkampf. Das ist besser. Weizenfeld. Oh, eine Feuer. Megaschild. Oh, der kostet richtig viel antike Bauteile. Hier wäre der Kochtopf. Giftpfeilarm. Oh, guck mal hier. Das ist also, was wir brauchen, um unsere Brutkästen zu beheizen, wenn es mal zu kalt ist. Kostet Metallbarren. Holz. Oh, 20 Metallbarren auch wieder. Aber wir könnten es bauen, wenn wir es jetzt lernen. Wir hätten alles da. Oh, wie gut, Leute. Okay. Aber soweit haben wir erstmal alles, was wir brauchen. Weiter runter können wir noch nicht. Das heißt, das ist okay. Das lernen wir noch nicht. Was bauen wir, wenn dann erst ein Dings auf? Megaschild, das hört sich natürlich cool an. Wir lernen es schon mal.
Kostet eine Menge antike Bauteile. Wie gesagt, und hier keine Ahnung, wo wir diese Pistole bauen jetzt. Weil die können wir an keiner Werkbank bauen. Hier bauen wir die nicht. Da ist der Megaschild. Den wollen wir uns ungewöhnlich. Ich weiß nicht. Wir nehmen erstmal die Armbrust mit. Fackel raus. Dann haben wir den Dreischussbogen und die Armbrust. 300 Pfeile, 77 davon, 26 davon. Das sieht gut aus. Megaschild, weiß nicht, aber wir bauen auf jeden Fall nochmal diesen Futterbeutel. Weil da müssen wir nicht immer drauf achten, dass wir was essen, wenn wir da das Essen reintun. So, kleiner Futterbeutel. Ach, hier, Leute. Hier haben wir jetzt einen Nahrungsslot. Dann packen wir gleich mal ein paar Berries rein. Mal gucken, hier müsste da richtig viel drin sein. Weil die Erden die ganz... Ja, es ist extrem. Oh, weil ich wollte nicht alles haben. Ich wollte ein bisschen was haben. Nimm mal was rüber. Nimm nochmal was rüber. Das reicht erstmal. 200 Berries. Die packen wir uns hier unten rein. Und dann essen wir automatisch. Ist da was? Noch nicht. Muss er vielleicht noch mehr Hunger haben. Aber wir sollten auf jeden Fall jetzt automatisch essen. Sehr cool. Okay. Können wir noch was reparieren? Müssen wir noch was reparieren? Ja, unseren Dreischussbogen. Der ist auch repariert. So, das haben wir alles. Wird eh gerade dunkel. Ach, guck mal hier, da ist schon Wolle da. Es wird schon Wolle gebracht. Da liegt auch schon was draußen rum. Du bist schon wieder außerhalb vom Dings. Haben wir genug Betten? Ja, ne? Wir haben 10 Pals und 10 Betten. Ja, es können alle schlafen gehen. Super, da gehen sie auch schon alle los. Ich finde das auch mal so gut, wie die sich alle abends hier zum Schlafen... Fürs Dinosum ist das Bett vielleicht ein bisschen klein, wie es da drauf liegt. Bin mal gespannt, wie so ein Mammut da sein Plätzchen findet. Ach ja, und unser einer Pell schläft ja nicht. Das ist ja ein Schattenpell, ein Nachtpell. Unser Daydream. Die Pells schlafen nie. Wäre eigentlich ganz praktisch, sein ganzes Lager mit solchen Schattenpells zu haben. Dann wäre 24 Stunden Arbeitsbetrieb. Aber gut, so ist auch okay mit unserem Pelz. Die sollen sich ruhig mal eine Pause gönnen. Alles klar, wir gönnen uns auch eine Pause. Dann haben wir wieder Tageslicht. Dann gucken wir unser Jumbo-Wasserei an. Da sollte ja dann hoffentlich ein besonderes Pell jetzt rauskommen. Morgen! Ach so. Jumbo-Wasserei. Das hat erhalten. Es hat sogar 40 Minuten standen dran. Das hat, glaube ich, mit 40 Minuten angefangen. Okay, wir gucken rein. Ich bin so gespannt, Leute. Wir haben einen Painking. Der ist Workaholic. Dieser Perl ist nicht mit Pangolin verwandt. Genießt aber die Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt und spielt. Was auch immer. Wir gucken rein. Das ist doch sogar einer, den haben wir doch auf der Karte gesehen, Leute. Das ist doch ein Miniboss. Bekommt und spielt mit Freuden den Part. Okay. Ah, wie cool. Was kann der? Der kann Handwerken 2, Transport 2, Bewässerung 2, Bergbau 2 und Kühlung 2. Der kann alles auf Stufe 2. Und der ist super verfressen. Aber egal. Oh, wie cool, Leute. Der kann alles auf Stufe 2. Warte mal, wir haben doch hier ein Pingulet im Einsatz. Den können wir doch dann austauschen. Komm mal her, Pingulet, du gehst raus. Und unser neuer Panky. Können wir gleich mal sehen. Oh, der ist ja riesig. Das ist auf jeden Fall so ein Boss-Tier. Er freut sich gleich. Wie gut. Bewässern 2, Transport, nee, Handwerk 2, Bergbau 2. Man sieht aber auch, er geht auch zu den Steinen, ne? Oder was macht er? Er geht sogar zu den Steinen. Und hier unser Dinosum sieht aus. Hab da ein paar Berries vergessen, ich nehme sie mal. Sehr, sehr cool, Leute. Okay, ich glaube, wir haben alles. Hier bauen wir jetzt nichts mehr auf. Die schmeißen weiter fleißig Wolle ab. Ja, die schmeißen ordentlich Wolle ab schon. Hier, es geht richtig schnell. Cool, da können wir immer auch Stoff bauen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Achso, wir müssen ja alles mitnehmen, was wir brauchen, um zumindest die Dings zu bauen. Die Palbank. Oh, wo sind denn die? Achso, wo sind denn die ganzen Berries hin? Die haben wir jetzt hier. Ach, sehr schön, dann ist hier Platz für unsere Schlüssel vernünftig. Haben wir einen Inventarplatz gespart. Und das ist auch super. Okay, was brauchen wir denn, um diese Palbox zu bauen? Das war doch ganz einfach, da brauchten wir doch nur ein Palium, ein bisschen Holz und ein bisschen Stein. Okay. Das können wir aber auch vor Ort holen. Komm, das können wir auch vor Ort holen. Dann bauen wir das da auf. Alles klar, haben wir alle wichtigen Pads dabei, die wir mitnehmen wollen. Ja, haben wir. Wir werden erstmal ein Stück fliegen, weil wir es jetzt endlich können. Komm her, Nightwing. Ach, so cool. Okay. Wir fliegen auch. Wir nehmen jetzt nicht die Schnellreise. Wir genießen das ruhig mal jetzt ein bisschen hier in der Welt wieder unterwegs zu sein. Ist da nochmal... Oh, da ist schon wieder ein Ei. Was sagen wir? Oh, das war der Schuss. Wollte ich gar nicht. Das nehmen wir gleich mal mit. Hopp.
Man ist auf jeden Fall nicht so schnell unterwegs, aber das macht es, glaube ich, gerade erst so richtig angenehm hier. Dann kann man das richtig genießen. Sehr, sehr schön. So, einmal hier oben rauf. Vor allem können wir auch so uns mal Ecken angucken, an die wir sonst gar nicht rankommen. Oder wo wir erst viel klettern müssten. Jetzt nur die Frage, wo bauen wir diese Enterhakenpistole? Ne? Ich habe noch keine Werkbank jetzt gesehen, an der wir es bauen konnten von unseren Werkbänken, die wir alle haben. In welche Richtung müssen wir denn eigentlich? Ah, wir fliegen schon. Warte mal, wir kommen genau auf diesen Panking zu. Wir gucken uns den mal an. Wir gucken uns den mal an. Der ist Level, was ist der für ein Level? Der ist Level 15. Oh, was glitzert denn hier? Hört ihr was? Ich höre einen Nierenwurz klingeln. Da unten ist was, da unten ist... Oh, ich wollte gar nicht schießen, ich will den mal absinken, aber ich habe ja die Dings hier, die Ausweichentaste auf den Daumen Knopf von der Maus gelegt. Und dann ist jetzt das Absinken auch auf dem Knopf. Was ist denn das für ein besonderes Tierchen, Leute? Guck mal, das ist ein extra riesiger, glitzernd leuchtender Lammball. Das heißt, wir müssen ihn fangen. Absteigen. Steig ab. Er steigt, doch, er steigt ab. Komm her. Welches Level hast du? Der ist nur Level 3. Okay, wir schießen mal vorsichtig mit dem Dreischussbogen drauf. Ja, macht auch ordentlich Schaden schon, der Dreischussbogen. Was ist das für ein Lammball? Oh, er kommt angerollt. Ein extra super Lammball. Mit seinem kleinen Lammballfreund. Nee, nicht nochmal schießen. Das ist zu viel. Wirf drauf. Oh, den kleinen haben wir schon... Oh, nein. Egal, den haben wir erwischt. Aber den haben wir auch. Oh, wie cool. Lammball ist aber eine normale Beschreibung. Aber guck mal, seine Fähigkeiten. Außergewöhnlich. Er ist außergewöhnlich. Das auf jeden Fall. Und Isolierung hat er. Oh, wie cool. Der Nierenwurz klingelnde Lammball. Komm her, wir fliegen weiter. Haben wir hier in der Nähe Schnellreisepunkte, die wir noch nicht haben. Müssen wir gleich mal gucken. Wir werden auf jeden Fall drei angezeigt. Einer, den haben wir, glaube ich, aber schon. Der in 170 Meter. Lass mal kurz gucken. Nee, da ist einer, den haben wir auch nicht. Festungsruine. Warte, wir drehen nochmal um. Wir haben ja Zeit. Man macht das Laune, mit dem Vogel unterwegs zu sein. Ist das cool. Was für ein cooles, was für ein cooler Superlammball. Der gibt bestimmt... Oh, da ist die Festungsruine. Oh, ich will immer links. Ich will immer mit C runtergehen. Der gibt bestimmt extra viel Wolle, wenn man den irgendwo... Da ist der ja Schnellreisepunkt, wenn man den in die Farm reintut. Cool. Oh, jetzt müssen wir auf dieses Glitzern, auf dieses Klingeln achten. Auf das Nierenwurzklingeln. Dann wissen wir, da ist irgendwo ein besonderer Perl in der Nähe. Das sieht auch mal cool aus. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Nee, hier waren wir natürlich nicht, sonst hätten wir den Schnellreisepunkt schon. Oh! Abwärts. Was ist das? Ah, nur ein Stein. Okay. Ich glaube, wir steigen mal ab und laufen hier ein bisschen zu Fuß rum. Da ist eine... Da ist nochmal so eine Notiz. Jede Menge Lammbälle. Von euch will ich jetzt keine Sorge. Und eine Schatzkiste. Wir müssen auf den Turm auf jeden Fall auch rauf. Tag 3 haben wir. Komm, wir gucken nochmal. Wir haben eh ein paar Notizen noch nicht gelesen, ne? Jetzt werden sie alle wieder als neu angedacht, aber wir haben die doch schon gelesen. Guck mal, die haben wir gelesen. Die haben wir gelesen. Die haben wir gelesen. Die haben wir nicht gelesen, ne? Bei meiner Erkundungstour stieß ich auf eine alte Ruine. Heißt das, die Insel war vor langer Zeit einmal bewohnt? Als ich die Wandmalereien entzifferte, entdeckte ich, dass sie den Herstellungsprozess jener geheimnisvollen Sphären beschreiben. Anscheinend lassen sie sich einfach aus Holz und Stein herstellen, indem man das einzigartige blaue Erz, das man auf der Insel finden kann, ich nenne es der Einfachheit halber Palliumerz, als Katalysator verwendet. Ich werde die Herstellungsmethode auf meinem Gerät aufzeichnen. Ich habe auch einen verletzten, bewegungsunfähigen Pal gefunden. Ich habe versuchshalber eine Sphäre auf ihn geworfen und konnte so tatsächlich einen neuen Perl einfangen. Weiß nicht, kommt mir doch ein bisschen bekannt vor. Notiz eines schiffbrüchigen Tag 8. Zufällig sah ich einen Pal, der auf einen anderen, hirschähnlichen Pal ritt. Das brachte mich auf eine Idee. Oh, die Pals reiten auch auf... Das ist ja cool. Das brachte mich auf eine Idee. Ich sattelte einen dieser Hirsche und versuchte, ihn zu reiten. Es war durchaus bequem und es schien, als könnte ich so meinen Erkundungsradius erweitern. Okay, und Tag 11. Oh. Obwohl ich gestern Hals über Kopf den Rückzug antreten musste, lässt mich dieser Turm nicht los. Ich sollte mir Ausrüstung zusammenstellen und es noch einmal wagen. Gerade als ich dachte, hörte ich von hinten einen Schuss. Es war die Person von gestern, die mir nachstellte. Schluss mit lustig. Ich pfiff meine Pals zusammen und ging zum Gegenangriff über. In der Hitze des Gefechts haben meine Pals den Angreifer getötet, aber mein eigenes Leben ist mir allemal teurer. Es ging nicht anders. Oh, wir haben noch eine. Notiz eines schiffbrüchigen Tag 18. Seit jenem Vorfall habe ich mich vom Turm ferngehalten.
Welcher Turm? Der Turm, wo wir drin waren, gegen den Boss gekämpft haben und meine Erkundung auf andere Gebiete ausgedehnt. An mehreren Orten habe ich so etwas wie Höhleneingänge entdeckt. Oh ja, wir waren noch nie in einem Dungeon. Den müssen wir auch mal gucken, wenn wir einen entdecken. Auch hier waren Menschen am Werk. Wahrscheinlich beuteten sie Erzadern aus. Ich frage mich, ob die Menschen auch in diesem Fall die Kraft von Perls nutzten, um diese Stollen in den Berg zu treiben. Während mein Geist unter der Last endloser Rätsel zu zerbrechen droht, scheinen mir zumindest meine Perls weiterhin zu folgen. Vorausgesetzt, ich habe genug Futter. Ach, so gut, Leute. Hallo? Okay, weiter geht's. Wir schnappen uns eine Kiste und gucken uns auf jeden Fall hier um. Weil wenn hier schon so eine schöne Sache sind, dann wird hier auch mit Sicherheit irgendwo wieder so ein Liftmang-Statue versteckt sein. Was ist das da oben drauf? Einfach ein Stück Holz. Da drüben klettert mal so ein Affe rum. Komm, wir gehen hier rüber, da kommen wir auch noch rauf. Hopp! Ah, zack, es liegt hier, bisschen Leder. Die Affen haben irgendwas gekillt. Ab nach oben. Hoffentlich schaffen wir das mit der Ausdauer. Wenn nicht, müssen wir fliegen, aber es sieht gut aus. Schaffen wir, schaffen wir. Was haben wir hier? Eine Liftmang-Statue. Wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr. Da hätten sie die riesigen Gemüseziegen. Wir sollten aber erstmal... Kleinen Überblick und dann sollten wir auf jeden Fall erstmal den Schnellreisepunkt. Oh, guck mal hier. Am Strand. Und da drüben ist noch ein Stück Ruine. Und da sind nochmal solche Torbögen. Ich weiß schon, wo wir weiterlaufen. Direkt da lang. Weiterfliegen. Ach, ich wollte ja eigentlich den Pen-King angucken, ne? Ich lasse mich schon wieder von tausend Sachen ablenken. Aber wenn es auch überall was zu sehen gibt und zu entdecken. Und überhaupt. Hallo, Tiefhand. Zack. Wir holen uns den nächsten Schnellreisepunkt. Gucken wir uns aber hier ruhig noch ein bisschen um. Wir haben immer noch Zeit. Wir werden sowieso bei Palbit irgendwie alles XL folgen. Kann aber auch immer nicht aufhören, wenn man angefangen hat zu spielen. Das ist schlimm bei dem Spiel. Was haben wir hier? Hier geht es nochmal oben auf die Burgmauer. Auf den Rest davon. Und ein Tiefhand latscht hier auch rum. Ne, hier gibt es nicht mehr. Dann wollen wir aber da oben noch rauf. Ganz klar. Komm mal her, wie können wir mit dir doch auch nicht, so nicht. Können doch mit dir auch bestimmt da ganz gemütlich hochfliegen. Komm mal her. So. Müsstest du doch schaffen, oder? Ach, ganz entspannt, Leute. Viel schneller als klettern. So, hier ist nichts drauf. Zählt es eigentlich auch, wenn wir auf der Mauer hier sitzen, dass wir die Ausdauer regenerieren? Müssen wir auf dem Boden sitzen? Okay. Oder ist das zu schmal, das Stück Mauer? Oh, eine rote Kiste und da drüben nochmal ein Ei. Hier regenerieren aber Ausdauer, sehr cool. So, öffnen. Goldmünzen, Palsphäre, Federhaarschmuckbauplan. Oh, cool, auch nochmal ein besserer Bauplan dafür. So, runter hier. Bist du ein Jumbo-Ei? Nee, bist ein knisterndes normales, ne? Knisterndes Ei. Oh, da ist nochmal ein Nightwing. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja ganz auf der anderen Seite. Wir müssen nach oben, um zum Pen-King zu kommen. Aber eigentlich würde ich jetzt gerne da weiterfliegen, Leute. Lass mal den Pen-King erstmal sein. Wir wissen ja, wie er aussieht. Wir haben ja gerade einen ausgebrütet. Da ist nochmal so ein Rochen. Oh, schon wieder geschossen. Den haben wir ja auch schon aus dem Ei bekommen, einen. Aber der ist schlecht, den wir aus dem Ei bekommen haben. Vielleicht holen wir uns hier nochmal einen dazu. Da flitzen die Pingulits rum da unten. Oh, wir haben ja unser Wasserdino dabei, ne? Unser Pell. Unseren Wasserdrachen. Steig mal ab. Zack, wir liegen aber da auch im Sattel. Der ist auch so cool. Ich glaube, das Wasser ist hier überall relativ flach. Nee, hier geht's sogar. Hier wird sogar ein bisschen tiefer. Und der Rochen schwimmt, fliegt aber da oben. Können wir den trotzdem treffen mit unserem Aquajet-Schuss? Ja, oh, da haben wir ihn schon fast umgehauen. Komm, wirf eine normale Sphäre drauf. Oh, das war nix. Im Wasser werfen wir die richtig doch. Alles klar, wir haben ihn. Komm schon, den haben wir. Ja, Celeray Level 3. Wieso alle flüchten? Warte mal, ich will hier rüber zur Ruine. Ah, ist das cool mit unserem Wasserdrachen hier. Da schwimmt auch ein Tiefhand rum. Hier gehen wir auch nochmal vorbei. Hier gibt es bestimmt noch Truhen zu finden. Oder Liftmang-Statuen. Schnellreisepunkt haben wir geholt jetzt, ne? Ja, einen haben wir geholt. Oh, da geht's rüber auf eine neue Inselgruppe. So wie es aussieht. Oh, ist das gut, Leute. Das Spiel ist so super. Ich lieb's einfach. So. Gibt's hier unten was am Boden? Nee, und obendrauf ist, glaube ich, auch nichts, ne? Nee, das würde man von hier sehen, wenn da eine Liftmang-Statue leuchten würde. Genauso wie da obendrauf.
Wir kommen hier nicht durch. Doch, wir kommen durch. Der macht auch Laune. Wie er übers Land schwebt so ein bisschen und dann mit dem Flossen wedelt. Einfach gut. So. Ist das eine Kiste? Nee, das ist nur... Da ist ein Nightwing da oben. Das ist auch nur ein Palium-Vorkommen. Usch, kommen wir hier raus. Ja, komm, er kann sogar springen. So ein bisschen. Cool. Gibt es noch mehr Wassertierchen hier? Was macht denn das Lambal da draußen? Ist das ein Lambal? Nee, wir sind auf der Moorinsel. Oh, da! Ein Dings, ein Wolf. Ein Dire-Howl. Niedriges Level, aber wir versuchen trotzdem, den natürlich mitzunehmen. Das wäre unser erster. Nein! Oh, oder auch nicht. Mist. Ja, der war auch nur Level 4. Ich hätte nicht nochmal schießen sollen. Oh Mann! Das war der erste, den wir überhaupt mal gesehen haben. Ich meine, wir müssen irgendwo an welchen vorbeigelaufen sein, weil wir hatten ja den Pal, also wir hatten sie zumindest im Paldex, war noch nicht mit den ganzen Infos, aber zumindest schon mal so den Eintrag. Was sind das da drüben? Was läuft? Da sind andere Füchse. Das sind keine Fox... Ruby. Ein Ruby. Ich will ein Ruby. Da ist ein Level 5 Ruby. Lass mich hier raus. Ah. Oh, die sehen noch schöner aus als Foxbarks. Wir machen mal die Drachenkanone. Vielleicht ist sie nicht so stark. Fliegt auf jeden Fall schon mal nicht so weit. Oh, die ist aber auch stark. Warte mal, schieß mal lieber mit Pfeil und Bogen. Und dann ist Feger drauf. Davon nehmen wir gleich mehrere mit. Oh, da ist noch ein Level 2, ja. Den schießen wir mal einmal. Mal sehen, ob er es überlebt. Ich hoffe, ja. Nee, doch, doch. Nee. Nee, doch nicht. Nee, doch, nee. Nee, doch nicht. Ihr wisst Bescheid, Leute. Da sind nur Kativas. Wo sind die anderen? Oh Gott, wie er da noch rumkugelt. Den schießen wir dann einmal an. Der ist Level 3. Der müsste es aushalten. Nee, auch nicht. Dieser Aquaschuss ist zu stark für die. Machen wir lieber den. Den kann er nochmal vertragen. Vorsichtig. Schieß. Ja, der ist richtig. Jetzt den haben wir. Komm schon, wirf drauf. Irgendwie können wir von dem Tier nicht richtig werfen. Der wirft ihn immer gegen den Hinterkopf. Da draußen schwimmt noch einer. Komm schon, die kriegen wir auch. Ruby. Was kann Ruby? Achso, die Beschreibung haben wir eben gehabt, ne? Lass mal kurz gucken. Da ist er schon. Wilde Ruby werden erstaunlich selten krank. Ihr Geheimnis, ein täglicher Snack aus frisch verkohlten Zweigen. Aha, oh, guck mal. Das ist gar kein Fuchs, das ist eher... Ein Bambi-Fuchs ist das. Feuer. Was kann er? Feuererzeugung Level 1. Also das ist genau wie ein Foxparks. So ungefähr. Ah, wie cool. Wo haben wir hier als nächstes einen Schnellreisepunkt? Lass mal auf dem Radar gucken. Das ist der hinter uns. Oben sehen wir noch keinen am Kompass. Wir gehen erstmal weiter in die Richtung, wo es neu ist. Hier, was ist das? Das ist ein... Einfach ein Cremis. Komm, wir pflücken mal ein paar Berries. Gehen die eigentlich automatisch in den Futterbeutel rein? Ich hoffe mal. Wäre cool. Wir die automatisch in den Futterbeutel reinpacken. Nee, die schmeißt er trotzdem ins... Ach so, geht das so nicht? Oder ist das die Maximalmenge 200? Nee, können mehr rein, aber der stapelt die nicht in den Futterbeutel rein. Alles klar, wissen wir das auch. Wir nehmen trotzdem noch ein paar mit. Wir müssen ja auch unsere Tierchen füttern. Da liegt ein bisschen Wolle rum. Oh, guck mal, hier ist nochmal ein Mamo. Das ist aber viel kleiner, als das, was wir bei uns an der Base gesehen hatten, ne? Ach, dann war das bei uns an der Base ein Dings oder auf dem Weg da. Warte mal ganz kurz. Was bist du? Catris. Oh, es gibt voll viele von diesen Map... Hier, deswegen, das ist ein Map-Boss, dieses Riesen-Mamorest. Die sind gar nicht so groß. Also auch noch riesig, aber der ist ja nur mal... Der ist ja nur halb so groß wie der andere. Oh, wie gut. Was haben wir da? Ein Wildschwein? Wildschwein. Wir schießen nochmal mit der Wasserkanone. Die ist schon stark. Wusch. Der ist auch einfach cool, dieser Drache hier. Gefällt mir richtig gut. So, lass mal die Kiste einsammeln auf jeden Fall. Goldmünzen, Knochen, nochmal ein bisschen Brot und hier eine Palsphäre. Ja, den können wir, der ist Level 33, lass mal. Wo ist denn diese Catris? Die ist aber auch Level 23, ne? Könnte ein bisschen viel sein. Wir gehen mal erstmal in die Richtung weiter und gucken, ob wir hier irgendwo vielleicht noch eine Schnellreise entdecken oder ein paar neue Pals. Schade, dass hier am Strand nicht noch mehr Wassertierchen unterwegs sind. Ist jetzt nur Rochen, Pinguine... Ein Wolf nochmal. Level 6. Okay, diesmal kann er aber, der kann aber zwei Wasserkanonen aushalten. Jetzt komm her. Daneben. Ja, doch, getroffen. Alles klar, komm schon. Oh, wie cool, ein Dire-Hole dann. Ja, noch nicht, aber jetzt.
Au! Einmal zugebissen. Gleich die ganze Rüstung weg. Ja! Obwohl die Verbindung dieser Pals mit dem Menschen schon lange zurückliegt, finden sich in ihrer Rudelorganisation Direhole noch Elemente aus einer Zeit, als beide Seite an Seite kämpfen. Finden sich in der... Das war aber nicht ganz korrekt vorgelesen, ihr Lieben. Aber ihr habt es ja selber gesehen. Krimis. Kativa. Wir nehmen ein paar Berries mit. Da gibt es so die Verbindung hier vorne rüber. Dann gehen wir da rum. Ich könnte euch auch nochmal fliegen jetzt. Ja, machen wir auch. Komm, absteigen. Zack. Du rein. Die raus. Und einmal hier oben rüber. Schaffen wir hoffentlich. Kann doch auch über Wasser fliegen bestimmt, ne? Verliert keine Ausdauer. Ne, erst Ausdauer verliert erst, wenn wir steigen. Okay, ab nach oben. Oh, wie cool. Das erste Mal neue Bäume. Sieht ein bisschen... B-Guard. Level 20. Oh, die sehen cool aus. Oh, wie cool. So kleine Bienenwächter, ne? Deswegen heißen sie auch B-Guard. Guck mal, wie sie rumfliegen mit so kleinen Speeren oder wie, ne? Ja. Oh, wie gut. Aber die sind zu zweit. Und die sind Level 20 und 23, 20 und 22. Auf jeden Fall hoch. Wollen wir riskieren? Wir können ja im Notfall schnell wegfliegen. Wir schießen mal drauf. Oh, oder auch nicht. Oder wir stürzen ab. Haben wir sie trotzdem getroffen? Nee, mit unserem Wirbelsturm. Okay, nochmal hoch. B-Guard. Wie cool. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen sowieso alle Pals. Was ist das? Liga der Palfreunde, Anhänger. Liga der Palfreunde, wie gut. Palfreunde Gütersloh, da sind sie. Wo sind jetzt die B-Guards hin? Da hinten. Da fliegen sie. Hinterher. Hinter den B-Guards. Wahrscheinlich schaffen wir die nicht. Wir haben Luftkanone, wir haben Wind. Was ist denn der Windschneider? Das ist neu. Ach, das ist der. Oh, der ist, sieht cool aus, aber macht nicht viel Schaden. Wir machen mal den Wirbelsturm und fliegen mal direkt rein in die armen B-Guards. Hat auch nicht viel gemacht. Oh wei. Was ist los? Die Biene explodiert? Nein! Oh wei. Das hat unser Pell direkt zerbröselt. Autsch! Und uns auch gleich mit. Halt, hier runter sollst du. Hat aber ein Level abgegeben. Mann, das hat unseren Vogel direkt mal gesprengt. Die B-Guard. Oh Mann. Ordentlich. So viel dazu. Ei, wie heftig. Da sprengt die sich selbst in der Luft. Fieses Vieh. Das war's für unseren Nightwing. Wir können nicht mehr fliegen. Oh, raus hier aus dem Tümpel. Was aber, wenn wir die Ausdauer runtergehen, verlieren wir auch Energie beim Schwimmen, ne? Schnell ans Land. Autsch. Zum Glück haben wir das überlebt. Hier, iss mal was. Ja, komm, der Vogel braucht zwar eigentlich gerade nichts. Nee, lohnt sich auch nicht. Der muss erst wieder... Den müssen wir erst in eine Palbox zu reintun. Aber warte, wir haben doch unsere Dings dabei. Dim. Oh, cool, die Biene hat sich wehgetan beim Runterfallen anscheinend. Wo willst du hin? Nein, hier geblieben. Oh. Oh, sie schießt. Was heißt, sie kommt nicht rüber, aber sie... Halt, bleib hier. Aber sie schießt. Aber komm nicht zu nah rüber. Kannst von da machen. Das ist alles okay. Oh, sie kommt her. Ich wechsle auf eine Megasphäre. Zur Sicherheit. Zack. Selbst damit nur wenig Prozent Chance. Komm schon. Dann haben wir wenigstens eine dafür, dass wir unseren Vogel verloren haben. Ja, B-Guard. Treuergebende Diener von Elizabeth. Wie gut. Vernichten jeden, der ihre Königin schaden will. Selbst wenn sie sich in die Luft sprengen müssen, um sie zu beschützen. Ja, haben wir gerade gemerkt. Auch wenn die Königin gar nicht in der Nähe. Elizabeth. Wie gut. Okay. Rüstung ist auch hin. Sie hat uns auch gleich die Rüstung zerstört. Fieses Vieh. Aber wir haben eine erwischt. Oh, sieht das cool aus mit den Bäumen und auch jetzt gerade im Sonnenuntergang. Was sind das? Sind Wildschweine. Ah, wir können jetzt keinen, nee, wollte ich sagen, wir können jetzt kein Wildschwein holen hier. Wir nehmen jetzt unseren Hirsch erstmal zum Reiten. Wir können aber ein Wildschwein holen und damit dann reiten, aber wir haben noch einen Hirsch dabei. Eigentlich können wir alle Tiere, die wir dabei haben, für alle haben einen Sattel. Weiter geht's. Was ist das hier Leuchtendes?
Hier leuchtet was? Warum leuchtet das hier? Könnte es nicht nehmen. Keine Ahnung. Da leuchtet aber irgendwas. Oh, Wilderer. Aber nur Level 3. Powerschuss. Oh, hat nicht ganz geklappt. Fliegt wieder zurück. Nochmal. Was ist mit denen? Wir können sie nicht treffen. Doch jetzt. Ja. Nochmal. Schieß. Wir haben hier auch eine neue Attacke. Autsch. Steinsalbe. Mach nochmal. Ach, die können wir nicht so oft. Wir haben einen Powerschuss. Und auf den auch, der ist schon Level 5. Aber auch nichts für uns Gefährliches. So, schieß nochmal. Powerschuss! Alles klar, haben wir. Wird langsam dunkel. Liftmank. Oh, ist das schön hier. Guck mal die Wasserfarben an hier. Oh, Entschuldigung. Sind wir drauf getrampelt? Geht das auch? Das wusste ich gar nicht. Was haben wir da? Ich wollte nicht absteigen, ich wollte die Berries finden. Komm her. Da ist nochmal ein Dire Howl. Der schläft gerade. Schätze mal, wenn wir den anschießen, ist er tot. Ich war riskieren's. Ach, ja. Die Tiere schlafen, nehmen die extra viel Schaden. Da muss man aufpassen. Haben wir nicht eine Fackel dabei? Komm, schmeiß mal die Fackel raus. Nimm mal den Bogen kurz weg. Können wir die auch beim Reiten halten? Ja, ne? Ja, sehr cool. Wo sind wir denn eigentlich? Auf der Karte. Hier oben. Eigentlich sollte hier doch irgendwo jetzt mal ein Schnellreisepunkt in der Nähe sein, oder nicht? Nightwing. Kativa, jede Menge Liftmark und richtig, richtig viele Berries gibt's hier, ne? Ist ja ein richtiges Berry-Paradies hier. Was haben wir da hinten? Da haben wir so ein Who-Crate. Oder Ho-Krates, ne? So hießen die. Ja, oh, ich bin auch so auf den Liftmark draufgetreten. So einen haben wir auch noch nicht. Level 7. Wechseln wir erstmal wieder auf die normalen Palsphären. Versuchen wir zu holen. Nochmal, komm, schieß nochmal. Ja, den sollten wir kriegen, hoffe ich mal. Wirf drauf. Ja, passt, den haben wir. Ach, guck mal hier, da kommt eine Schnellreise vor uns. 180 Meter. Sehr cool, die brauchen wir. Wir müssen nach Hause, wir müssen unseren Vogel in die Werkbank tun. Der muss sich erholen. Sind wir gar nicht zu unserem Spot im Roten Wald geflogen noch nicht. Jetzt bin ich überall rumgelaufen und habe nur noch nicht die zweite Palbank aufgebaut. Ja, was machen wir noch, Leute? Wir haben noch Zeit. Und wir sind schon fast wieder, oh Mann, wir sind schon fast wieder raus. Wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt, damit das noch auszutesten. Außer also, wenn man auf Erkundungstour geht, ihr Lieben, ihr kennt mich. Zack. Weil im Spiel auch so viele Sachen passieren. Man wird andauernd abgelenkt von irgendwas. Macht aber auch super Laune dadurch. So, östliche Wildnisinseln haben wir entdeckt. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar coole neue Pads gefangen. Und auch ein super cooles Ausgebrüte mit dem Jumbo-Ei. So, komm mal her. Schnellreise. Einmal zurück. Oh, was ist das? Oh, wie cool. Es gibt so viele coole Map-Bosse. Wir springen erstmal kurz nach Hause. Dann reparieren wir unsere Sachen. Tauschen einmal den Perl aus. Packen den kurz in die Box. Kann er sich erholen. Da ist er, unser Nightwing. Und dann nehmen wir so lange nochmal wieder unseren Flammenwerfer hier mit. Alles klar, legen wir uns ins Bett. Dann haben wir es wieder hell. Und dann fliegen wir gleich rüber in den Roten Wald und bauen die Box auf, Leute. Damit wir das auf jeden Fall noch gesehen haben in der Folge. Ob das wirklich geht. Das wäre, wie gesagt, so, so super. Lad mal nach. Okay, Rüstung reparieren. Einmal schnell. Zack. Und alles andere am besten auch gleich mal. Das und das. Und unseren Schild. Sehr schön. Was haben wir dabei, was wir wegtun können? Einiges, ne? Guck mal, Leder kann raus, Wolle kann raus. Ah, wir haben nochmal antike Bauteile, ne? Und Honig von der Biene. Haben wir auch keinen Platz für mehr, ne? Ne, hier kann das noch rein. Der seltene Pelz, die Feuerdrüse. Die Knochen. Bauplan schmeißen wir drinnen rein. Hier kann das rein. Saatgut, die Munition. Das gehört hier eigentlich gar nicht rein. Wir können es wahrscheinlich nicht mehr bewegen. Nee. Schmeiß die Steine darüber. Dann kann hier nochmal der Honig erstmal rein. Und dann das Holz kann da ruhig drin bleiben. Antike Bauteile haben wir drin. Baupläne auch. Schmeißen wir erstmal da rein in die Kiste drin. Stimmt, wir haben auch ein neues Ei reingetan. Da können wir gleich mal das knisternde Ei reintun. So, Bauplan hier rein. Ach, guck mal, wir haben 7 antike Bauteile jetzt. Und hier hat schon wieder einer Holz reingeschmissen von den Pelz. Pack das gewöhnliche Ei da rein. Wir schmeißen das knisternde Ei in den Brutkasten. 6 Minuten, 6,5 Minuten. Passt.
So, repariert haben wir alles. Ist hier Platz drin? Schmeißen wir es erstmal so hier rein. Das. Brot behalten wir. Holz kommt in die Kiste. So. Alles klar. Das sieht gut aus. Wir springen rüber zum roten Gebiet und brauchen dann nur ein Stück hier hochlaufen. Zack. Einmal rüber. Kurz gucken. Die Richtung ist genau die andere. Da müssen wir lang. Halt, dreh dich mal um, damit wir es auch sehen. Ja, ziemlich genau hier rum. Alles klar. Hirsch raus. Auf geht's. Komm her. Und hier haben wir den Dinosom gefunden. Oh, guck mal hier, Leute. Das wäre doch ein Spot für so einen Eisenaußenposten. Wie gut. Hier irgendwo die... Also, ne, wenn wir... Dann müssen wir erstmal das andere Lager abbauen. Dann hier oben die zweite Perlbox hin. So, das war unser ausgewählter Spot, ne? Ja, das war er. So. Einmal runter. Zack. Upp. Wir holen ein bisschen Holz. Bisschen Stein, bisschen Palium und dann können wir unsere Werkzeuge eigentlich schon reichen. Ich glaube, wir brauchen 20 Holz. 10 Stein, glaube ich, und einmal Palium. Jetzt können wir sie, glaube ich, schon bauen. Zeig mal her. Ja, können wir bauen. So. Wir würden, dass wir den ganzen Platz möglichst ausnutzen hier. Ungefähr gleicher Abstand zu der Seite wie da drüben hin. Ich würde sagen, wir setzen die jetzt hier, Leute. Genau hier kommt die erstmal hin. Dann könnten wir da das Häuschen bauen zum Beispiel. Ja. So. Alles klar. Jetzt bin ich so gespannt, Leute. Haben wir Zugriff auf alle Rohstoffe hier? Müssten wir ja sehen, wenn wir jetzt hier was anklicken. Nee, haben wir nicht, Leute. Das ist nicht verbunden. Wir haben nur 14 Holz. Ach, schade. Die Lager sind zwar so verbunden, wir haben alle Pelz, das heißt, die Pelz sind verbunden. Also das hier aber nicht. Nicht die Rohstoffkisten. So, lass mal gucken, wie geht denn jetzt unser Bereich hier? Ist die überhaupt gut gesetzt? Ja, hier hinten gehen wir genau bis an den Rand. Das ist super. Das sieht alles gut aus. Wir haben auch ein paar Bäume mit drin im Radius. Ah, schade. Dann können wir also keinen... Wir könnten, also können trotzdem so ein Metalllager bauen. Dann müssen wir alles per Hand transportieren. Und hierher müssen wir auch alle Rohstoffe müssen wir mit der Hand herbringen. Geht zwar trotzdem einigermaßen schnell. Ne? Stellen wir hier ein paar Kisten auf. Und dann nach und nach die Sachen rüber transportiert. Brauchen wir wieder noch ein bisschen Holz. Ach, das wäre so gut gewesen. Das wäre so eine coole Mechanik. Schade, geht nicht. Also sind nur die Perllager verbunden mit den Perls, aber nicht die Ressourcenkisten. Das wäre eigentlich super. Liebe Entwickler, vielleicht so im zukünftigen Update die Ressourcenkisten verbinden, damit es sich auch richtig lohnt, Außenposten zu haben. So. Ja, wir kriegen halt nur die Ressourcen angezeigt, die wir hier in der Tasche haben. Das heißt, wir brauchen hier erstmal nur ein paar Kisten hinstellen jetzt. Und dann muss ich nach und nach, das muss ich dann offscreen, aber mache ich das, dass ich das Material erstmal hier rüberbringe. Zumindest schon mal einen großen Teil Material rüberbringe, dass wir hier anfangen können, unser Haus aufzubauen. So. Machen wir erstmal zwei Kisten, weil wir brauchen ja zum Anfang jetzt noch nicht so viel verschiedene Sachen. Wir brauchen erstmal viel Holz, viel Stein und Fasern. Und Palium-Bruchstücke, das sollte reichen dann. So, Holz, Stein, Fasern, Palium. Alles klar. Oh, da haben wir nochmal diese hier, die Dings, die Fixies. Oh, mit die Armbrust könnte zu stark sein, ne? Nee, hat er, gerade so. Wenn der andere, der ist nur Level 3, den würden wir mal einen Haufen schießen. Gib mal den Bogen wieder her. Halt, gib den Bogen her. Da lacht schon wieder einer so, habt ihr das diesmal gehört? Da lacht schon wieder einer, wer lacht da immer so? Da freut sich irgendwer. Aber auf die ganz gehässige Art und Weise. Truhe. Müssen wir holen. Ah, schade, dass das nicht geht, Leute. Mit den Ressourcen. Ah, egal. Geht auch so mit dem Umzug. Dauert es ein bisschen länger. Aber ist nicht schlimm. Wir ziehen auf jeden Fall hierher. Was so eine schöne Ebene hier. Und ich finde einfach diesen roten Wald super schön.
Alles klar, ihr Lieben, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge. Ist auf jeden Fall auch schon wieder ziemlich lang. Aber wie gesagt, es passiert bei den Palworld-Folgen, glaube ich, mit allen wird das passieren. Die werden alle ein bisschen länger werden. Weil das Spiel einfach so aufgebaut ist, dass man nicht aufhören kann zu spielen und immer was zu entdecken hat. Und immer was zu tun hat. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.